two. Einmal alles nochmal einrichten. Bis es fertig ist zum Zocken. Dann wollen wir mal, ne? Da sage ich einmal gleich Hallo und dann fangen wir offiziell an. Schönen guten Tag und herzlich willkommen Sprite Seeing Live. Geht heute weiter. Heute am Sonntag, den 5.7. direkt nach dem Unabhängigkeitstag draußen. Sommergewitter. Es sprüht die Frische hier rein. Deshalb werden wir hoffentlich nicht abschmelzen. Weil wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, denn es geht heiß weiter in Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty oder Subsistence. Nee, Substance. Ist damals die Version. In der HD-Neuauflage. Wir waren gerade dabei mit Raiden und haben Bomben entschärft. Wir haben aber noch nicht alle gefunden. Ich glaube, eine müssen wir noch finden. Und dann wollen wir mal abchecken, was wir anstellen können. Also, ich guck mal kurz hier. Genau, eine Bombe fehlt mir noch. Hier in dieser Strut, in dieser Strebe, muss ich rüber. Der Auftrag war es hier, in diesem unteren Hexagon, in dem unteren Sechseck bei der Raffinerie, wo wir uns gerade befinden. Ja, es gibt ja zwei Teile, waren Bomben verteilt, bei jeder der einzelnen dieser Streben. Nur hier auf dem oberen Teil war schon Iroquois Pliskin unterwegs. Und der entschärft die Bomben da. Wir haben hier noch eine über. Wir haben aber jetzt schon gemerkt, vielleicht ist es doch nicht alles an Bomben, die man entdecken kann oder entdecken sollte. Deshalb werde ich mal versuchen, nach Möglichkeit rüber auf die andere Seite. So, kann ich denn irgendwas? Na komm, so reichen. Nothing here. Nothing here. Dreh dich mal um. Aber der schläft ein bisschen, ne? Der ist ein bisschen sleepy. Aber ich muss auf die andere Seite hier einmal rüber. Denn das sollte mich zur letzten Strebe rüberbringen. Oder, oh, falsch. Aber ja, hier bin ich richtig. Oh, warte mal. Okay, nicht verschwenden. Lass mir den da mal unten herumdödeln. Jetzt muss ich mal erinnern, welche Strebe das hier denn war. Ah, die hier ist es. Alles klar. Wir müssen den Sensor einmal ausrüsten. Wir haben hier natürlich noch nicht... Guck mal da. Guck mal da, wie es ausschaut. Wo ist denn der Computer hier? Da befindet sich unten was. Nothing here. Nothing here. Kann ich hier nicht rüberjumpen? Hallo? Ich dachte, ich kann mich hier rüberschwingen. Jetzt müssen wir alles mal ein bisschen vorsichtiger angehen. Muss hier auch aufpassen, weil die relativ schnell und häufig hier, die müssen Meldung erstatten, nämlich. Ist irgendwas fallen? Nein. Ich muss bei denen echt immer checken. Okay. Wo war denn hier nochmal die Bombe? Raiden, at your feet. There's a hatch for pipe or gauge maintenance. Face the hatch and push the action button to open it. There may be something you can use, so check the inside thoroughly. Okay. Dann lass mal hier. Verdammt.
Das hier können wir nämlich aufmachen. Da ist aber nichts. Ah. Mich wundert, dass ich hier nicht runterspringen kann. Weil es gab auch so eine Abkürzung, die man nehmen konnte. Okay, nothing here. Er hatte gerade... Ach, scheiße. Nein, 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 ist nicht unterbrochen. Oh, shit. Nein, nicht sofort untersuchen. Nachher untersuchen. Erstmal nicht. Oh, scheiße. Ah! Ja, aufreiten. Oh, ich bin noch gerollt. Hier. Ihr seht mich nicht mehr. Scheiße. Ich dachte, er hat schon gelabert. Aber hat er noch nicht. Weil der untere muss immer Kontakt halten. Ja, wenn man den nämlich außer Kraft setzt. Schnell machen. Ich glaube, ich soll auch meine Ration nehmen. Genau, geht bitte zurück. Geht bitte zurück. Ups, nein, nein. Oh, warte mal. Teil 2 war es, ne? Nicht, dass wir es nochmal umstellen. Der hat nichts. Im unteren Part so. Irgendwo in der Mitte. In der mittleren Strebe muss es sein. Okay, das wollte ich nicht. Guck mal, das wollte ich von der oberen, vom oberen Part aus machen. Ich wette, unter einem dieser Teile, hier, bestimmt hier drunter, hier, hier, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher. Nein, Raiden, geh auf, Mann. Ich wusste es, ich wusste es. So, wo war es unter den Waffen, ne? Okay, wir haben sie alle, Bomben. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Okay, Peterle. Also, was er uns gesagt hat, wir brauchen für die neue Art von Bomben einen anderen Detektor, der nämlich auf Sound basiert. Warte mal. Ach, nehmen wir mal so. Kann ich sie ermorden. Aber lass mich mal gucken. Also, wo war es? Strut
oder B. Hier war irgendwo die Küche. Zu der einen muss ich wieder hin. Das heißt, ich kann gleich den Weg rausnehmen. Und von der... Weil Peter hat sich ja mittlerweile wegbewegt, der Bombenentschärfungsexperte, der sich versteckt hatte in dem Kühlschrank beim abgehangenen Fleisch. Jetzt wird es nochmal abholen. Was man in diesem Raum hätte jetzt noch machen können, ja, hier gibt es eine gute Möglichkeit zu trainieren. Eine gute Möglichkeit zu trainieren gibt es. Arschloch. Dass man seine Grip Strength austesten kann. Kann ich ihn hier rüberwerfen? Leiche. Ach, auch egal. Who cares? Interessiert mich doch nicht, was mit dir ist. Aber ja, Dining Hall, da wollen wir hin. Jetzt müssten mittlerweile auch Leute da sein, oder? Nee, aber hier, genau. Das war der Raum, in dem sich Peter versteckt hat und da ist das Gerät. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live. Which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Oh nein, ist es eine Falle? Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! Oh nein. Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down. What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? What? Right. Move! Get to the bottom of strut A now! Okay, Leute, 400 Sekunden. Fuck. Wir müssen wieder dahin, wo wir angefangen haben, das Spiel, nämlich Bottom of Strut A, da wo wir angekommen sind, unter Wasser. Verdammt, wer hätte gedacht, ne? Ausgerechnet das Ausschalten der Bomben hat die Bombe eingeschaltet. Ich wollte den Eimer anballern. So, Strut B. Da müssen wir schnell durch. Ich hoffe, konnte ich denn von hier aus zu Strut A? In die Eier geschossen. Sag mal. Nur weil ich nicht auf deinen Kopf ziehen wollte. Tut mir leid, Jungs, aber es geht um unser aller Überleben. Also, um mein Überleben, besser gesagt, nicht um euers. So. Ah, shit. Schnell rüber. Weil ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wo die Bombe war. Genau, einmal hoch. Und dann mit dem mittleren Aufzug runter. Das war's, ne? So.
Raiden, Bliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there! There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Bliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right. Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Ah! Oh, da zuck ich immer noch zusammen. Tja, Pete hat's gefetzt. Die Bombe ist losgegangen. Ich habe noch 300 fucking Seconds. Muss ich machen. Warte mal, Sensor B. Also, piept beim Entdecken von Fatmans geruchloser C4. Wir sehen's nicht auf dem Radar. Das Ding fängt an zu piepen. Muss man ein bisschen lauter machen bei mir. Hier unten piept's. Und hier durch die Filzläuse. Hier, da hört's auf. Ich höre es hier ganz laut piepen. Könnte so sein. Ach, ist es richtig hier? Hier beim Anzug. Aber ich sehe es nicht von hier aus. Nee, ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich habe ja noch genug Zeit. Oh. Komm, Raiden. So, wo geht's nochmal runter? Am U-Boot, sagt der Chat. Da komme ich noch von der anderen Seite aus ran, ne? Ans U-Boot. Ah. Da ist es. Da ist es. Alles klar. Scheiße, dass es hier schon so gepiept hat, ne? Ey, warte mal, ich hätte hier durchkriechen können, oder? Ach, fuck, ich hätte da durchkriechen können. Scheiße. Naja, egal. Okay, dann lass uns die Erde mal retten. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins?
The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high. But the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Okay, Peter hat sich geopfert. Naja, zwangsweise. Nicht, dass er es wollte unbedingt. Aber es hat ihm vielleicht wieder die Ruhe gegeben, die er wollte. Aber wir haben ja immer noch den Auftrag, den Präsidenten zu retten. Warte mal, ich möchte mal... Das machen wir natürlich nicht viel, weil es dann auch Ewigkeiten in Anspruch nimmt. Aber ich will mal mit Pliskin sprechen. Natürlich nichts. Was ist mit Mr. X? Geht auch nicht ran. Aber Rose, meine Freundin, du willst doch bestimmt was sagen. Jack, is that you? Ja, ich möchte speichern. Gerne einmal hier. Eigentlich muss man ja nicht speichern, wenn man normal weiterspielt, weil wenn du verlierst, wirst du ja zumindest nur einen Raum zurückgeworfen. Das ist ganz cool. Rose, no comment. Ja. I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training. They have bodies. They have had lives. I took all that away from them. But you've got no choice if you want to survive. And yet, maybe because of the VR training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack. What? I don't care what it takes, just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Okay. One piece. Guck mal, Rose hat wieder kommentiert. Ey, guck mal, überall die Seeläuse hier. Ja. Knack, 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 lauf drauf. Jetzt laufen die mir hinterher, so ein bisschen, oder? Sind sie auf mir drauf. Oh, ein Anruf. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed. Shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Okay. Da müssen wir also an die Oberseite. Oh, was? Oh, oh, oh. 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 I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Ich? Ich hab doch nichts gemacht. You'll be the one to die. Oh, crap. Alter, mit der fucking Railgun. Interesting. You've seen the fires of hell, haven't you?
Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. So, ganz merkwürdig. Also, jetzt gleich ein bisschen Mid-Boss-Kampf gegen Fortune. Fortune kann nicht umgebracht werden, weil Kugeln treffen sie nicht. Liegt vielleicht daran, dass sie ein Schutzschild aufgebaut hat. Oh, geile Musik übrigens. Ja. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie man sie jetzt angehen konnte. Ich probiere es einfach trotzdem. Geile Mucke. Boah. What are you doing? Kill me. What good are you? Uh-oh. Put me out of my misery now. Come on. Google. Sie hat so wenig Energie. Ah, shit. Fucking Railgun. Aber von hinten auch nicht. Ich glaube, ich kann auch nicht hin und her. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. War es hier nur so lange überleben, bis der Aufzug wieder unten ist? Da war doch was, genau. Okay, ich muss dann hier vorbei. Ich kann da gar nicht nach vorne! Beilaufen ist also auch. Ich kann nicht nach vorne. Ah ja. Und jetzt mitten im Schlachtfeld ein minutenlanger Anruf. Raiden, Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Looks like he placed a bomb on the Helmaport. He specifically asked for you, Raiden. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, Raiden. Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Okay. Mitten im Kampf, ey. Minutenlang gelabert. Oh, Vamp. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes. This could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one. Really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Oh nein! Later. Then. Now! Haha. Tja, Vamp. Habe ich dich getötet? So schnell kann's gehen.
Ist auf jeden Fall sicher tot. Are you gone? No. No. That death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Schalt mal das Kraftfeld ab. Alone again? Cheated out of death again? How long will you force me to live? How much longer, Dad? You've punished me enough. Das ist so traurig. Ich gehe einfach mal vorbei. Lasst euch nicht stören. Tüdelü. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. Oh nein, ich weine. Polygontränen. Hallo Rose, ich habe gerade 3 Mann umgelegt. Was denkst du darüber? Ich hätte einfach auch mal probieren können, ihr direkt in den Kopf zu schießen, ja? There's no need for sorrow, Queen. I died once already. Damn. Verdammter Vampir! I can't die twice. Gottverdammter Vampir! Alright, wir sind unterwegs. Nochmal 400 Sekunden? Oh nein. Zu Fatman. Wo war Strebe E? Gucken wir mal. Ah, wir müssen... Ah! Wir müssen... Scheiße, ey. Du dummer Wichser. Ich habe schon gesagt, wir müssen schnell dahin. Claymores hat er auf den Boden hingepackt. Dieses Schwein! Das gibt's doch nicht. So, ich muss jetzt mal gucken, welche Strebe war denn das? Sag mir nochmal, Oberst. Vollkommen schockiert. The clock is ticking, Raiden. Get to the heliport on the roof of Strut E. Okay, Strebe E. Wie komme ich am schnellsten hier hin? Rechts. Und dann nach oben. Alles klar. Scheiße. It's the enemy. I need help. Nein, nein, you don't need help. Scheiße. Wo war der denn auf einmal hier aufgetaucht? Scheiße. Raus. Hui. Wie hatte mich da denn gesehen? Ach, die war nur bauchhoch, ne? Gut. Kletter runter. Ich muss eh nur auf die andere Seite. It's the enemy. Geh ruhig durch. Ich muss nur hier hin.
It's the enemy. Ah, die Claymores. Ist mir egal. Zum Glück guckt er auch auf die falsche Seite. Lucky. Who's there? Deine Mutter ist da. Oh, okay. Genau das wollte ich. Naja. So macht man das. Nothing to the board. So, oh, das wird jetzt wieder anstrengend. Oh Gott. Ah. Ah. Der Kampf gegen Fatman, der ist ein bisschen wie der Kampf gegen Vulcan Raven in Teil 1. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich kann mich noch erinnern, dass er recht nervig war. Da ist die Bombe. Müssen wir erstmal drum herum gehen. Gucken, ob wir was einsammeln können. Ist irgendwie hier drunter was? Da ist ein bisschen Munition. Habe ich irgendwo noch eine Ration, die rumliegt? Stun Grenades. Aber ihr seht die Container. Ein bisschen ähnlich aufgebaut wie bei Vulcan Raven. Guck mal, der Harrier Jet ist nicht mehr da. Nur noch... Da ist die Bombe. Noch irgendwas zu mitnehmen? Nein. Na gut, dann wollen wir mal, ne? Oh, wo war es denn da? Moment. So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he Dead Cell? I am Fat Man. I am the greatest that humanity has to offer. And the worst. Can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time. And life. Don't you tell me this. I used to hang around department store clock counter. Natürlich fällt er Rollerblades. Der dicke Bombenentschärfer mit dem Bein. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Schieß jetzt? Ja, oder auch nicht. Yum. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. So that's what's going on. What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts! No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago? The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know.
open the way to a new dimension. So that I can become the Emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember you. How dare you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. Oh boy. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! Okay. Ich muss also die Bomben entschärfen. Come on.
Oh, falsche Waffe. Ah. Das war's! Du Dummbatz! Dass mir da die Munition ausgeht. My suit. Oh no. I've done it at the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Okay, ich habe komplett vergessen, wo das Ding ist. Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Ist es nicht er? That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Oh boy, wo war die denn?
Ach ja, ihn weg. Da ist sie. Alles klar. So. Ich sehe gerade, dass das Internet kurz aus ist. Ich werde diese Bombe jetzt entschärfen. Und hoffentlich ist es bis dahin wieder zurück. Aber wir haben es geschafft. Good work, Raiden. Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the central core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. Schön kein Internet. Fantastisch. Wer ruft denn an? Doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell, too? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No. But I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now, then. Our chances with a Harrier after us are close to nothing. Do you know where the President is? No. That one's all yours. The President is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant J.G. Your orders, not mine. What? See you later. Unsere Mission ist weiterhin. Den Präsidenten zu befreien. Hier, guck mal, da. Da war die Bombe. Hier. Habe ich einfach den Körper von Fat Man genommen. Ein bisschen spazieren. La 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 la. Last Dance with Mary Jane. Hier gemacht. Und da war die Bombe drunter. Da würde ich sagen, wir gehen mal los und, schauen uns diese Cutscene an. Warum auch nicht? You passed with flying colors. Identify yourself. Unlike you, I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me. Wie im ersten Teil, ne? Foxhound too? Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lalilulelo. Die Lalilulelo! Genau, wir wollen diese Cutscene nicht weiter animieren. Lass uns doch über Codec reden. Ich meine, um geheim zu sein, wenn uns keiner zuhört. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including a relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions.
I'll tell you something you do need to know instead. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail. Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Kommunizieren? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? Komischer Dialekt, na? Beim Cyber-Ninja. Wo haben wir den schon mal gehört? The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in a heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect unamplified. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Das ist auch ein ganz cooler Part, kann ich mich noch erinnern. Mit dem richtigen Mikro nach dem Herzschrittmacher zu suchen. Take this. The security guard will unlock all level 2 security doors. Stufe 2! It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? Oh. Als Terrorist verkleiden. The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. So viele Hürden, ne? I suggest you hurry. They have a nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. Präsident, den Football haben Sie. You saw it too, I believe. The Navy man would have a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like, the nuclear button. So heißt der, der Koffer mit dem Nuklearknopf drauf, der Football. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to, because after all, the big shell is the farthest thing from a cleaner plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? But why? For what? For Metal Gear that is housed here. Gott, oh Gott, Augenscan? Metal Gear? Ah, Metal Gear! Bipedal nuke cable from the airport, Shadow Moses in free. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. Metal Gear.
What's this for? You might be glad you have it. Was für ein altes Handy. What do I need a cell phone for? Tja, hätte sie ihn nicht umgedreht. Raiden. Colonel, who is that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit. He said that the Big Shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know, or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the president's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell One Corps. Understood. Tja, das sind die Order. Deshalb können wir uns jetzt einmal hinbegeben. Ah, und ich brauche natürlich auch noch eine AK, die ich mir holen muss. Warte mal. Sind wir natürlich schön angezogen hier. Rein theoretisch können wir uns jetzt außen hier bewegen, wie wir lustig sind, oder? Na? Eigentlich sollten mich die anderen ja nicht erkennen. Es sei denn, ich schleiche so verdächtig herum. Guck mal, das ist das normale Gehen. Ich bin ganz unauffällig. Achtet nicht auf mich, ich gehöre zu euch. Das ist alles kein Problem. Obwohl, nein, die erkennen mich. Ach, guck mal, der schläft noch. Das ist doch schön. Nothing to report. Hallo? Durch. Minjong. So, warte mal. War ich hier richtig? Noch einen runter. Falsche Uniform, ey. So, in der Mitte. Oh Gott, warte mal. Lieber noch mal den Minendetektor anmachen. So, und hier schnell. Klack, 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 rüberspringen. Ah, schnell. Und die AK. Also, wir gehen rüber. Wir checken mal. Wir checken mal, was geht. Got a minute, Jack? Rose? Natürlich. I found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. Hmm. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. I guess. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you, but it looks like he's not behind this incident. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames.